Willkommen zu einem neuen Pferdekauf-Video. Ja, ich bin in Dandal und Wintermelodie ist jetzt ausgelevelt und deswegen habe ich mir überlegt, ja, jetzt kommt erstmal ein neues Pferd dazu. Ja, es wird erstmal nicht Northstar sein, da warte ich ja noch auf die anderen Farben von dem nordschwedischen Kaltblut. Wobei ich echt sagen muss, Northstar ist mir sehr ans Herz gewachsen. Und ja, jetzt wird aber erstmal ein neues Connemara-Pony einziehen. Und zwar wird es ein Hengstchen werden. Einen Namen habe ich auch schon. Und ja, zwar wird es dieser gute Kerl hier werden. Für 810 Starcoins. Ja, das Connemara-Pony hat Stärke plus 4, Disziplin plus 2, Geschwindigkeit und Ausdauer plus 0 und Agilität plus 1. Ja, ganz normale Hufeisen. Level-Einschränkungen, Level 12 braucht man und ja, das Connemara-Pony ist heutzutage vor allem als Reitpony bekannt. Es wird sowohl von Kindern als auch Erwachsenen geritten und gilt als sehr vielseitige Ponyrasse. Es eignet sich zum Sprungreiten für die Dressur und Vielseitigkeitsreiten, hat aber auch die Ausdauer für Distanzreiten. Das Connemara-Pony wird zwar in den meisten Teilen der Welt als Pony eingestuft, ist aber schnell genug, dass es mit den anderen Pferderassen in Jorvik antreten darf. Ja. Sehr schön. Dann würden wir mal schauen. Time. Und zwar wird das der kleine Time Lord, wenn ich es finde. Vielleicht hier unten. Ja. Time Lord, ja, der Dr. Who kennt, weiß, was gemeint ist. Und ja, Glückwunsch zu deinem neuen Pferd. Dein neues Pferd wird zu deinem Heimatstall gebracht. Du kannst es in deinem Stall finden. So, damit steht auch fest, dass Timelord uns dann bei den nächsten Quests begleiten wird. Und mit ihm werden wir dann auch die Sternsuche machen, wenn wir den Falkenpfad freigeschaltet haben. Ja, achso, also, das sieht ein bisschen merkwürdig aus, ne? Wenn sie geht, dann sieht das aus, als wenn sie die Satteldecke mit nach vorne zieht. Okay, bisschen merkwürdig. Gut, aber ich würde sagen, wir holen den Kleinen jetzt erstmal raus und sehen uns dann gleich beim Friseur wieder. Also, bis gleich! So, wir sind jetzt beim Friseur in Veldale angekommen und jetzt schauen wir uns mal die Frisuren an zu dem Kleinen. Ja, die kurze Mähne steht ihm eigentlich auch. Wirkt recht frech. Ja, man sieht auf jeden Fall mehr von seiner Blässe. Sehr süß. Und der Schweif, ja, der ist nicht so eingedreht. Finde ich schon viel besser. Hm. Sogar etwas detaillierter, oder? Na, sieht auf jeden Fall schön aus. Nicht so eingedreht, der Schweif. Dann die Zöpfchen stehen ihm auch. Ja, super süßes Dressurpony. Sehr, sehr schick. Ja, da werden die Zöpfe ein bisschen lang gezogen, aber naja. So, der Schweif ist auch okay. Damit könnte ich auch ganz gut leben. Hm. Er ist wieder ein Kandidat für Zöpfchen. Mal schauen. Wie sieht's denn mit der Mähne aus? Auch schön. Auch schick. Definitiv. Ja, schön einseitig. Was sagt ihr? Schopf, ja, zeigt er jetzt gerade nicht. Müssen wir kurz warten. Ist auch süß. Ist auch echt süß. So, das ist der normale Schopf. Ja, und der Schweif dazu. Ja, geht auch. Definitiv. Ja, mal schauen. Vielleicht wird er mal eine andere Frisur bekommen. Dann die lange Mähne. Ja gut, da sieht dann diese freie Stelle zwischen Mähne und Zaumzeug. Ja, ist schon schade. Aber sonst auch sehr, sehr schick. Na, der Schopf ist auch... Welcher sieht denn... Hier sieht der Schopf, finde ich, noch ein bisschen... bisschen schöner aus. Ja, und der Schweif, was sagt der?
Ja, definitiv auch besser. Das war ja immer das Problem bei der Mähne, dass der Schweif dann so ein bisschen wischiwaschi aussah. Ist jetzt aber in dem Fall gar nicht so schlecht. Steht ihm auf jeden Fall. Na, mal schauen. Wir schauen ihn uns jetzt erstmal auf dem Platz an. Und zwar nochmal mit der Standardmähne und Standardschweif. Also, bis gleich. So, wir sind auf dem Reitplatz angekommen und ja, der Kleine döst schon mal ein bisschen. Aber wir wollen uns jetzt erstmal die Gangarten bei dir ansehen. Ja, im Schritt sieht das hinten auch ein bisschen merkwürdig aus, muss ich leider sagen. Sonst eigentlich ganz schön, aber. Kann ich schlecht beschreiben. Schauen wir uns mal den Trab an. Der ist sehr schön. Der ist sehr, sehr schön. Der gefällt mir sehr gut. Ich mag auch seine Pünktchen vorne. Sehr, sehr gerne. Ja, er ist jetzt auch der Grund, warum ich mir das nordfriesische Kaltblut aus Fort Pinter nicht geholt habe, weil ich ihn schon länger ins Auge gefasst habe. Und ja. Der sollte definitiv noch sein. So, dann werden wir mal ein bisschen schneller. Ja. Sieht doch echt schick aus. Kann ich mich nicht beschweren, ja. Ich mag die Connemara sehr, sehr gerne, auch die nordschwedischen Kaltblüter. Ich finde, die Gangarten sind einfach sehr, sehr schön geworden. Klar, hier und da gibt es immer so Kleinigkeiten, wo man was aussetzen könnte, kann. Aber im Großen und Ganzen sehen sie doch super aus. So, der schnellste Galopp. Oha, das war sehr, sehr knapp. Und dann halten wir mal an. Ja, da stemmt er ganz schön die Beine in den Boden. Okay, dann schauen wir mal das Springen bei ihm. Ja, am Springen habe ich eigentlich nichts auszusetzen. Das ist sehr, sehr schön gemacht. Dann gucken wir uns nochmal das Steigen an. Ja, geht sehr hoch. Aber auch der Reiter, finde ich, hält sich hier besser als bei anderen Pferden, wenn die steigen. So, dann müssen wir noch mal rückwärts gehen. Ja. Er guckt nach hinten, wir gucken nicht mehr nach hinten. Ja, unser Blick bleibt vorne. Gut. Dann würde ich sagen, müssen wir mal schauen, dass wir absteigen. Und führen. Sieht an sich ganz gut aus. Ja, die Zügel werden auch nicht mehr länger, habe ich das Gefühl. Wir verlieren jetzt nicht mehr so schnell unser Pferd. Gut, dann würde ich sagen, hören wir mal auf damit. Dann setzen wir uns erstmal ohne Ausrüstung aufs Pferd. Schau mal. Sieht ein bisschen merkwürdig aus. Der Button gehört da eigentlich nicht hin. Okay. Gut, jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal ohne Ausrüstung an. Finde ich, sieht schon viel, viel schöner aus. Man sieht viel mehr vom Pferd. Mir gefällt das sehr, sehr gut. So, der Trab. Sehr schön locker. Galopp. Fahren wir noch mal ein bisschen schneller. Und der schnelle Galopp. Ja. Sitzen wir doch eigentlich ganz gut. Anhalten. Ja, ich muss sagen, wir halten uns sehr gut im Sattel. Oder nicht mehr im Sattel, sondern auf dem Pferd. Das ist doch schön. Und das Steigen. Auch ohne Sattel, kein Problem. So, dann springen wir nochmal. Ja, es ist jetzt
nichts groß anderes als bei Sunny, aber trotzdem wollen wir uns das alles auch mal bei ihm anschauen. Gut. Rückwärts richten. Okay. Dann schauen wir uns das Ganze nochmal als Wildpferd an. Finde ich immer eine sehr, sehr schöne Ansicht. Ich mag das einfach nur, das Pferd. Ach ja. Gut, und unser Füchschen jetzt. Ist aber echt schön. Sehr, sehr schön. So, Galopp. Wenn wir noch mal ein bisschen schneller. Noch mal wenden und dann einen schnellsten Galopp. Und anhalten. Oh. Ja, das war jetzt blöd. Diese neuen Hotkeys. Naja. So. Steigen, dann müssen wir nochmal springen. Sieht auch echt. Sieht gut aus. Ja, doch. Also die Connemaras sind echt sehr, sehr gut gelungen, muss ich sagen. Und ja. Der Kleine wird uns dann jetzt auch erstmal eine Zeit lang begleiten und ich nehme an, wenn er dann fertig gelevelt sein dürfte, hoffentlich, dass dann die neuen nordschwedischen Kaltblutfarben rauskommen und dass dann, ja, auf jeden Fall noch ein nordschwedisches Kaltblut einziehen wird. Und dann schauen wir mal, was es als nächstes so für Pferde gibt. Eine neue Rasse wäre dann ja rein theoretisch dran. Mal schauen. Ja, wie sieht's aus? Grast du jetzt auch nochmal? Wahrscheinlich so. Einfach Erde futtern ist nicht so deins, ne? Nee, erstmal dösen. Schwebt der Huf? Schüttelt er sich? Nee. Döst. Na gut. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen und ja. Ich bin jetzt einfach erstmal sehr, sehr zufrieden, ihn zu haben und werde mich dann jetzt auch noch dran machen zu leveln, ja, Folgen aufnehmen weiter und dann hoffe ich mal, dass bald mehr Quests, ja, kommen. Na, doch, jetzt futtert er nochmal. Oder schnuffelt er nur? Hm. Nee, scheint nur zu schauen. Na gut. Dann würde ich aber sagen, war es das für heute. Wir sehen uns dann in einer neuen Folge wieder. Bis dann. Tschüss.